Schmango-Labor mal an. Katze! Oh, ich sehe da schon einen Fächer, der mir ganz gut gefällt. Der glitzert auch ganz doll. Aber vielleicht rede ich erstmal mit den Leuten. Früher einmal diente dieses Zelt als Rückzugsort für Kriegerinnen und Tänzerinnen. Jetzt nutzt Torma es für ihre Mango-Forschung. Ja. Die in der Wüste auftauchenden Risse scheinen Torma nicht groß zu stören. Königin Sarah wird sich darum kümmern, meinte sie. Oder Sarah. Cedar. Sie denkt in größeren Maßstäben und will heute schon die Probleme von morgen lösen. Hm, okay. Komm mal, ihr Bett. Ich krieg übrigens so leichte, Gay-Vibes. Wieso schlafen die mit zusammengeschobenen Betten? Hm? 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 Ja, eben. Und wieso kriegen wir nicht das Luxusbett als Profilbild? Vielleicht kommt es noch. Mal gucken. Hallo. Ja? Hallöchen. Willkommen im Rüstmango-Labor. Sie will Geld von mir? Hier forschen wir unermüdlich nach effizienteren Pflanzenzuchtmethoden, um auf mögliche Nahrungsmittelkrisen vorbereitet zu sein. Ah. Konkret befassen wir uns dabei mit sogenannten Rüstmangos. Ja, das ließ der Name erwarten. Und nach zahlreichen Experimenten ist es mir endlich gelungen, Rüstmango-Samen zu züchten, die in äußerst rasantem Tempo wachsen. Die Ergebnisse dieser Forschung könnten in nicht allzu ferner Zukunft unzählige Leben retten. Da wäre bloß noch ein klitzekleines Problemchen. Diese neuartige Sorte verdorrt nämlich ebenso schnell wieder, wie sie wächst, was dazu führt, dass ich sie gar nicht schnell genug ernten kann. Das hat wiederum zur Folge, dass ich keine weiteren Daten sammeln kann und ohne neue Daten gibt es bald keine Forschungsgelder mehr. Oh, the tragedy. Deshalb habe ich die Mango-Express-Ernte entworfen, in der Hoffnung, dass mir dadurch jemand bei der Ernte unter die Arme greift. Ist das ein Minigame? Eine leichte Erschütterung reicht schon, um die Mangos zu lösen, zum Beispiel durch eine Pirouette oder so. Ich muss leider eine Teilnahmegebühr erheben, aber ich habe auch eine kleine Belohnung eingeplant, falls jemand besonders viel erntet. Oh. Möchtest du es mal versuchen? Okay. Der Kreislauf der Mango. Der extrem kurze Lebenskreislauf einer Mango-TM. Ich glaube auch, ja. Ja, dann. 10 Rubine. Na gut. Kann ich mir gerade noch so leisten. Dann machen wir mal Spin to Win. Okay, passen auf, dass sie nicht verwittern. Mindestens 40 Mangos. Und wenn ich alle erwische, kriege ich was ganz Besonderes. Na dann mal los. Die Musik ist irgendwie schräg. Nein! Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Jetzt wird's stressig. Oh Gott. Na komm, first try. Yo! Das waren wirklich schnelle Mangos, ja. Starke Leistung, du hast tatsächlich alle Mangos geerntet. Weißt du, ich hasse Mangos, aber trotzdem habe ich es geaced. Danke für deine große Hilfe bei der Sammlung wertvoller Forschungsdaten. Dafür darfst du einige Rüstmangos mitnehmen. Guck mal, da können wir direkt noch einen Smoothie machen. Danke, Chat, danke, Chat. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Naja, aber wir schmusien das. So einen Ernteertrag wie du hat bisher noch niemand erzielt. Mhm. Solchem Geschick kommt sie vielleicht auch mit den gefährlicheren Samen zurecht. Oh. Übrigens besitze ich auch Spezialsamen, bei denen eine noch größere Ernte rausspringt. Ich habe sie aus gewissen Gründen vorerst nicht eingesetzt, aber wenn du willst, mache ich für dich eine Ausnahme. Hi. Schau gerne wieder vorbei, wann immer dir der Sinn danach steht. Du bist hier stets willkommen. Okay, aber was ist das hier eigentlich? Kann ich das haben? Brauchst du das noch? Hast du ein Auge auf meine Fächer geworfen? Oh. Mhm. Bevor ich mich der Forschung verschrieben habe, war ich eine ziemlich angesehene Tänzerin, musst du wissen. Weißt du, ich auch. War nur in Final Fantasy 14, aber... I was a dancer once. Aus dieser Zeit stammt auch mein goldener Fächer. Den habe ich bei einem Tanzwettbewerb gewonnen. Ah. Nun, ich könnte mich vielleicht davon trennen, aber nur, wenn du dich bei der Mango-Express-Ernte richtig ins Zeug legst. Okay, dann versuchen wir das mal.
Und oh, Spezialsamen. Dann schauen wir mal, wie gefährlich die wirklich sind. Neben Mangos auch Dornen? Okay. Also darf ich jetzt nicht einfach wild alles abholzen, sondern muss auch tatsächlich gucken, was wächst, oder? Bisher sehe ich keine Dornen. Okay. Okay, fies. Aber man sieht sie kurz. Das ist fair. Warte, wie soll ich denn da hochkommen? Nein! Das hat mir keiner gesagt. Ah, verdammt. Das war fies. Das müssen wir dann wohl nochmal machen. Oh Gott. Jetzt legen sie richtig los hier. Nein! Aber die 50 habe ich geschafft. Okay, aber 60 ist hart. Alles hart. Reife Leistung. Erstaunlich, dass du auch mit diesen Samen dermaßen viel ernten konntest. Ich habe doch gleich gewusst, dass du Potenzial hast. Oh, sie hat den Fächer schon von der Wand genommen. Guck mal. Als Zeichen meiner Anerkennung schenke ich dir diesen goldenen Fächer. Ich habe ihn vor langer Zeit bei einem Tanzwettbewerb gewonnen. Nice. Dancing Zelda? Das wäre ja voll cool. Sie ist einfach Kirby. Sie impersoniert Link, eine Tänzerin. Wer weiß was noch? Vielleicht wird sie auch eine Diva. Prunkvoller Fächer aus goldenen Federn. Wenn man sich damit Luft zufächelt, fühlt man sich ganz glamourös. Okay. Aber jetzt will ich versuchen, alle zu schaffen. Vielleicht würde sie sogar mit den ultimativen Samen klarkommen. Klar wären die Risiken, aber bei ihrem Können passiert schon nichts. Okay. Du hast dabei geholfen, ein neues Feuer in meinem Forscherherz zu entfachen. Das wahre Potenzial der Rüstmangos ist noch lange nicht ausgeschöpft, musst du wissen. Ich werde eine noch viel bessere Variante entwickeln. Das könnte allerdings etwas dauern. Schau gerne wieder vorbei, wann immer dir der Sinn danach steht. Du bist hier stets willkommen. Sweet. Zelda ist ein Private Dancer? Nein, das würde sie doch niemals machen. Oh. Das ist gar kein Ausrüstungs-Item. Können wir speichern. Es ist einfach nur da. Ich dachte jetzt, das wäre hier irgendwie sowas, aber anscheinend nicht. Ich frage mich auch, ob die Größe dieser Items was zu bedeuten hat. Tja, dann wohl keine Private Dancer Soldi. Schade. Ich versuch's nochmal. Wird zwar trotzdem, glaube ich, knapp, aber... Vielleicht gibt sie uns noch ein Herzteil. Werden mir jetzt kein Bein ausreißen. Aber versuchen möchte ich es schon. Immerhin scheint es immer dieselbe Reihenfolge zu sein. Also kann man sich so eine Route bauen, theoretisch. Also muss man dann wahrscheinlich auch. Oh Gott, jetzt hat's gelaggt. Oh Gott. Nein, 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 nein. Okay. Ja, links Private Dancer. Das vielleicht. Meint ihr, am Ende gibt es einen Kurs, wenn wir Link gerettet haben? Das wäre doch schön. Unglaublich, dass du es auch bei diesen Samen fertiggebracht hast, alle Mangos zu ernten. Wieder und wieder haust du mich um. Dank dir konnte ich weitere wertvolle Daten sammeln. Dafür möchte ich dir das hier schenken. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir können unser Schwert verbessern. Link wird doch immer gekorbt. Ja, nun. Vielleicht diesmal nicht. Der ominöse Grasschneider turned Hero. Vielleicht kommt er jetzt endlich mal ran. Wobei, in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind sie offensichtlich zusammen, weil sie wohnen zusammen. Also, you know. Da läuft schon was. Dankeschön, Dankeschön. Das war cool. So, für das andere
brauchst du aber tatsächlich Zeit, oder? Das hast du nicht nur so gesagt? Okay. Dann gehen wir erstmal zurück zu Pimpas Bruder und gehen unser Schwert aufmotzen. Dann können wir auch mal probieren, wie das mit dem Fast Travel funktioniert. Das haben wir bisher nämlich noch gar nicht gemacht. Ach, Soldi und Long. Einfach dieses scheiß hässliche Wanted-Poster, Alter. Ich fühle mich davon persönlich angegriffen. So. Ding! Das Schwert. Aber er hat schon so ein bisschen Rubello-Energy, ne? Tada! Es hat jetzt ein grünes Heft. Jetzt brauche ich nur noch ein Schild. Sehr gut. Die Maschine einfach. Ja, ich meine, du wärst auch schockiert, wenn dir einfach irgendjemand was in dein kleines Mäulchen stopft und sagt, hier, los geht's. So, also da müssen wir hin. Warte, das sind doch einfach die Gerudo-Wächterinnen, oder? I am Confusion, aber wir gehen hier nochmal hin. Ich werde mich nochmal ein bisschen umgucken. Ich glaube, wir kommen auch gar nicht nach Gerudo-Stadt, ne? Sie hat die ganze Zeit sein Cape an, also voll von seinem Duft ist sie schon. Das stimmt, wir werden ja auch dauernd mit Long verwechselt. Denken immer alle, wir wären er. Aber Soldi ist leider nur ein Imposter. Oh. Okay, hier ist es sehr windig. Bin sehr langsam. Da ist ein Herzteil. So, erstmal kurz hier aufräumen. Oh Gott, er ist so langsam. Er kommt in dem Sand nicht voran. Wie sieht's mit dir aus, Kumpel? Okay. Oh nein, er versinkt! Er ist zu schwer! Oh nein! Er ist mit der festen Rüstung einfach literally abgesoffen. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Oh nein, ich versinke auch, oh mein Gott. Ja, das ist jetzt ein Problem, vielleicht. Versinken die Sachen auch? Die Sachen versinken auch. Das ist schlecht. Und hier könnte ich vielleicht eine Brücke bauen, wenn ich irgendwie da hochkäme. Die Switch mag aber auch echt nicht, dass es hier so stürmt. Okay, schaffe ich das? Ich und Perspektive, ne? Ach, aber das ist mein. Mein Herzteil. Okay. Das lief schon mal ganz gut. Boah, aber die Framerate, ne? Sie stirbt einfach. Au. Oh, 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 oh. Oh, no. Hier, sie stechen. Okay. Okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Die dramatische Musik sagt schon alle. Muss ich Steini rausholen? Der Skorpion schafft's nicht. Er schafft's nicht. Er schafft es nicht. Aua. Vielleicht. Aua. Ich würde es begrüßen, wenn ich jetzt nicht sterben müsste. Au. Okay, weißt du was? Für was habe ich mein Schwert aufgepimpt? So.
Wenn ihr Stress wollt, könnt ihr haben. Es geht halt doch nichts über ein Trusty Sword. Selbst die Frau. Keulen-Eblin. Okay. Waren das mehrere? Ja. Der hat einen Boomerang, ne? Ja. Ein Eblin. Aber ich muss sagen, mir fehlen die Mai-Mais. Gebe ich ganz ehrlich zu. Mai. Die hätte man schon hier wieder reinmachen können, finde ich. So, Zeit für ein Smoothie. Nice. Die Mai-Mais waren so cool. Ich finde es echt schade, dass Nintendo nie wieder was damit gemacht hat danach. Die so, ja, wir hatten voll die coole Idee. Und jetzt schmeißen wir sie einfach weg. Das mit dem Zielen ist auch echt nicht so einfach. Soll die Shield ein bisschen. Hat ihre Brille nicht dabei, weil sie ist inkognito. Ah, eine Höhle. Ideen bleiben cool, wenn sie nicht overused werden. Ja, aber mehr als ein Spiel kann man doch machen. Es gibt ja auch Skulltulas in 4500 Spielen. Da jammert auch keiner. Zoro. Hat sich noch nie jemand über Skulltulas beschwert, oder? Es wird nicht aufhören, ne? Dann muss ich wohl das Nest kaputt machen. Warte, nein. Jetzt habe ich es vergessen zu scannen. Ich hoffe, das respawnt. Also eigentlich würde ich mir eher wünschen, dass es das nicht täte, aber... Noch ein Kristall. Aber irgendwas ist ja immer... Okay. Nehmen wir mit. Ein Zoro-Zoro-Nest. Machen wir schnell wieder kaputt. Weißt du, ich richte es genau geradeaus aus. Und das Ding so, nö. Weißt du, nö. Hey. Hier habe ich keine Karte mehr, oder? Nee, ich bin im Sandsturm. Da ist wieder so ein Ding. Oh Gott, die verfolgen mich ja auch noch. Das ist ja unangenehm. Oh, hey. Was haben wir denn hier? Ist das diese Kultstätte, von der ich schon so viel gehört habe? Grabhöhle der Heldinnen. Ich glaube, was das angeht... Machen wir erstmal ein Nickerchen. Heilt mich das schneller? Muss eh mehr trinken. Jo, das füllt direkt ein Herz auf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Das wird ja kein Dungeon sein, oder? Oh Gott, hallo. Maulwurfen. Au. Voll in die Fresse. Arme Soldi. Aber es sind auch viele neue Gegner, ne? Grubert. Lol. Ein Grubert. Oh. Okay, ich kann auch in das Loch fallen. Das ist nicht so schön. Mann, wie habe ich dieses Geräusch vermisst? Okay, 2D-Passage. Mhm. Steini. Gott, wir haben mittlerweile so viel Zeug. Weißt du, wir sind was? 4 Stunden im Game?
kein Steini. Und ich habe schon so viel Zeug, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich machen soll. All dem Kram. Hm. Komm nicht durch den Sand. Auch die Kleine soll die Grab klauen vielleicht. Guck mal, so viele. Ja, so sortieren wäre, wobei, hier zuletzt ausgewählt, sortieren. Am häufigsten verwendet, zuletzt gemerkt, nach Kosten, nach Typ. Okay, das hilft mir aber auch nicht so richtig weiter. Was ist denn mit dir? Er ist mehr so Maurice. Okay, hier komme ich anscheinend noch nicht weiter. Habt ihr noch eine Idee? Ah, warte, das Gebläse vielleicht. Ups. Nee, das kann auch nur nach vorne pusten. Hm. Domi gibt einfach direkt auf, will sich gar nicht anstrengen. Also, wenn ihr eine Idee habt. Oh, Grubert vielleicht. Aha. Hab's gelöst. Boop. Ein goldenes Ei? Nice. Macht man Eier in Smoothies? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich ein bisschen eklig, aber naja, gut. So. Lässt du mich vorbei? Du lässt mich nicht vorbei, ne? Kämpfe! Ja? Bloop! Zelda ist der Inbegriff von ich habe dir das Leben geschenkt, ich kann es dir auch wieder nehmen. So. Da komme ich wieder zurück. Vielleicht ist das auch so eine Sache, in die man sich erst eingrooven muss. Kann ich Feuer mit Feuer anzünden? Geht. Sonst hätte ich das Feuermonster genommen. Aber das geht auch. Ruhet in Frieden, stolze Kriegerin. Und jetzt? Ich hab's doch angezündet. Ah ne, warte, ich hab's nur draufgestellt hier. So. Hm. Ja, voll die Nekromantin, ne? Jetzt brennt's, aber es ist trotzdem nichts passiert. Ist doch anders machen müssen. Oh, warte, kann sie sich. Kann ich ein Bett draufstellen? Das wäre aber sehr absurd. Von wegen Ruhet in Frieden und so. Was stand nochmal drauf? Du komm ich nicht drauf. Au! Nein, ich habe sie schon wieder angezündet. Warum passiert mir das immer? Zünd sie immer an. Okay, so geht's schon mal nicht. Aber ohne Bett kann ich ja nicht schlafen.
Sieht auch ein bisschen aus wie ein Bett, ne? Huch. Da war ein Feuerwerk, ein einzelnes. Hm, das hätte klappen können. Vielleicht ist das Bett zu groß, also zu fancy. Gammeliges Bett? Okay, das war's auch nicht. Meinst du erst, wenn der Riss zu ist? Ich meine, das kann natürlich sein, ne? Aber jetzt bin ich doch den ganzen weiten Weg gekommen. So als Urne, dachte ich. Ja, dass die Fackeln auch nichts gemacht haben, ne? Normalerweise, wenn Fackeln aus sind und man zündet Fackeln an, passiert ja auch immer was, aber... Na gut. Ich habe im Bett geschlafen, ja. Wenn ich die Fackeln auslasse? Ich habe es sogar oben drauf gestellt. Guck so. Und dann ausruhen. Aber es passiert nichts. Hast du noch eine Idee sonst? Du klingst so, als hättest du noch eine Idee. Halt auch in Frieden halt, ne? Frieden ist ja gerade nicht. Und das Feuerchen ist auch nicht so friedlich. Kannst anzünden. Ich habe leider auch kein Relaxo dabei, das wir drauflegen könnten. Relaxo ist ja der Größte im Schlafen. Ich habe, glaube ich, auch kein müdes Monster dabei. Der ist auch nicht gewollt. Nee? Weiß ich auch nicht, ne? Ich glaube, es gibt müdere als Relaxo. Entschuldigung, Relaxo hat, ich glaube, 20 Jahre geschlafen oder so. Das ist schon ein ordentliches Müdi, würde ich sagen. Das ist halt komisch, weil ich kann hier ja schon rein. Also ich habe das Gefühl, wir könnten das theoretisch schon lösen sollen müssen, aber... Ich bin anscheinend zu doof. Ist okay. Kommen wir später wieder, es ist ja nicht so groß. Es ist ja kein so riesiger Dungeon, aber... Oh, warte mal, kann ich den Deckel abreißen? Das wäre super respektlos, aber das will ich noch ausprobieren. Ja, der Mini schnaubt auch schon. Kann ich den Deckel runterreißen? Weil ich kann ja Sachen anfassen. Das aber nicht. Ach man, jetzt habe ich mich schon wieder angezündet. Ich kann hier nichts anfassen, ne? Gingen sie schon immer durch Wände? Da sind vier Knöpfe dran auch.
Vielleicht brauche ich dafür echt erst irgendein Gerudo-Artefakt. Ich habe den Gerudos ja noch nicht geholfen. Da kann ich sie eigentlich noch nicht gleich begrabräubern, wenn wir mal so ehrlich sind. Wäre das natürlich ziemlich dreist. Ich komme so an, ich habe noch nichts geleistet, aber schon ihre Grabmäler geplündert. 6 Dingsies? Ah, das kann auch sein. Na gut. Aber andererseits muss man es eigentlich lösen können, bevor der Riss weg ist, weil sonst kannst du hier ja einfach hinlaufen. Dann ist es ja... Es ist ja kein Dungeon mehr. Wir haben doch... Oh, ich habe gerade keine Karte, ne? Kann ich nicht mal eine Markierung setzen? So ein Mist aber auch. Schwierige Sache das. Oh. Na komm schon. Muss wieder mein Schwert rausholen. Aua. Bin von dieser Monster-Sache noch nicht so ganz überzeugt. Okay, jetzt bin ich hier oben. Machen wir doch hier mal. Ich konnte doch Markierungen machen eigentlich. Schatz. So. Oh oh. Schlägerei. Vielleicht haben die ja was für mich. Gott. Das war ein Schrei. Long. Was macht denn da jetzt schon wieder Feuerwerk? Au. Es ist nichts passiert. Das war enttäuschend. Okay. Ach, weil es hier noch weitergeht. Okay, verstehe. Wieso denn jetzt Feuerwerk auf einmal? Weird. Es hat den ganzen Tag geregnet und gewindet und gestürmt, aber Hauptsache Feuerwerk jetzt. Los, mein Armadillo. Ja. So, immer schön die Zutaten mitnehmen. Für die Schmusis. Oh, ich habe gar kein Ding ins Schmusi gemacht. Warte, wieso bin ich fast tot? Was ist passiert? Moment mal. Luxusbett to the rescue. Das ist schon geil, dass man sich die ganze Zeit heilen kann. Ich mag das. Ich bin leider kein so guter Gamer. Ich brauche sowas. Loop. Bloop. Vielleicht hätte ich auch einfach mal in die Richtung gehen sollen, wo die Markierung ist. Aber jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt bringen wir es auch zu Ende. Indem wir da runterkommen, das ist unfair. Da kommt mein Beyblade nicht dran. Au! Ja, bist du doof? Ja, mit dem Bett kann man sich heilen. Clever, oder? Ich glaube, wenn er mich nochmal trifft, war es das mit mir. Aber jetzt kann ich leider Long nicht mehr channeln. Aber ich kann sie gegeneinander aufhetzen jetzt. Wo ist der andere Typ? Da. Los! Kämpfe! Sweet! Diese kleinen Nicht-Moblin-Festungen. Oh. Die sind schon wild. Komm her. Kommst auch mit. Wenn wir hier fertig sind mit unserem Abenteuer, kann sich Zelda in ihrem Schlossgarten eine ganze Menagerie eröffnen. Oh! Ein Energia-Handschuh. Handschuh aus unbekanntem Material. Du findest möglicherweise mehr Energia, wenn du Rissmonster besiegst. Riss. Ich kann wahrscheinlich nur eins anlegen, ne? Ja. Okay.
Dann bleiben wir erstmal bei den Herzen. Aber das hat sich doch schon gelohnt, würde ich sagen. Bounce. Bounce. Das reicht nicht. Nein. Uff. Jo, ist hier noch jemand? Hallo? Guten Tag. Eine Höhle. Oh, ein Stempel. Ein Stiestarsch-Telempelpempel. Okay, mit den Vögeln kann ich nichts machen. Muss man ja auch mal gucken, ne? Die Bäume sehen auch super verdächtig aus hier. Aber vielleicht sind das nur so Zwischenmutantenbäume. Hm. Bounce. Stempel. Oh, er kommt gar nicht mehr. Ist ja frech. Er ist ganz schön faul. Tingle wäre nochmal gekommen. That's what she said. Tingle wäre nochmal gekommen. Warum ist hier eigentlich keiner? Mhm. Selbst stempeln macht doch mehr Spaß. Ja, aber ich durfte ja gar nicht selber stempeln. Wenn ich hätte selber stempeln dürfen... Ja, wenn die Karte voll ist, kommt er bestimmt, ja. Er hat mir eine Belohnung versprochen. Da muss er nochmal antanzen eigentlich. Also anschweben. Korrekterweise. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh Gott. Komm her. Brauch dich für die Sidequest. Flugfliese. Au. Kann ich mich mit ihr schützen? Kann ich nicht. Ich glaube, ich mache mal lieber noch ein Nickerchen, ne? Habe ich meine Fee eigentlich noch?